Danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sumpf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr der Herold Andrastes seid. Ich hatte gehofft, wir könnten mit ihnen verhandeln. Vergesst es. Diese Avar sind nicht hier, um zu verhandeln. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten... Wartet, ihr seid doch nicht empfindlich, was Untote angeht, oder? Das tut nichts zur Sache. Ich lasse nicht zu, dass die Avar Soldaten der Inquisition abschlachten. Das weiß ich zu schätzen. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Fallbruchs. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Sie selbst, Sir. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Da. Spuren einer Seuche. Die Krankheit muss schrecklich gewütet haben. Niemand kam, um das Land wieder in Besitz zu nehmen. Jedenfalls kein Leben da. Der Schleier ist hier dünn. Wasser locken Sie aus.
Vorsicht! Scheinen die Untoten anzuziehen. Wir könnten sie benutzen, um auf festem Boden zu kämpfen. Dann sucht noch mehr von den Dingern. Keine Spur von den Avar, die mich herausfordern wollen. Oder von den Soldaten der Inquisition. Ich hoffe, die Avar haben die Freude an den Geiseln nicht verloren. Sofern sie überhaupt wissen, wie das mit Geiseln so läuft.
Ihr seid also Andrastes Herold. Mein Volk will euch tot sehen, aber das ist nicht mein Problem. Ihr habt nichts von mir zu befürchten. Ich dachte, die Avar wollen mit mir kämpfen. Der Sohn unseres Häuptlings will mit euch kämpfen. Ich werde erst gerufen, wenn die Leichen sich stapeln. Rituale für die Götter, Flickwerk für die Blutenden, ein Dolch für die Sterbenden. Das sind meine Aufgaben. Ich ziehe meine Klinge nicht für die Trophäenjagd eines dummen Jungen. Warum seid ihr nicht bei den anderen, Avar? Ich untersuche diese Löcher in der Welt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie spucken wütende Geister aus, ohne Unterlass. Keine Ahnung, was der Himmel uns damit sagen will. Sie werden von der Bresche am Himmel verursacht. Schuld ist irgendein fehlgeschlagener Zauber. Das weiß ich auch. Ich spreche von der Herrin der Himmel. Kennt ihr sie nicht? Seht ihr die Warnungen nicht, die sie in Gestalt von Vogelschwärmen in den Himmel schreibt? Interessant, wie vielfältig der Glaube in Ferelden ist. Sagt das nochmal, Elf, und ich drehe euch den Hals um. Die anderen Avar haben eine Patrouille der Inquisition entführt. Sind die Männer wohl auch? Einige wurden bei dem Scharmützel verletzt, waren aber am Leben, als ich sie zuletzt sah. Jemand hat sie gut ausgebildet. Sie haben mehr von uns getötet, als ich erwartet hatte. Als dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Kämpft gut, Sucherin. Würde ich es nicht tun, wären wir bereits tot. Leute hatten nicht die geringste Chance.
oder weniger. Ich kann ein weiteres elfisches Artefakt spüren. Das sollte die Dämonen fernhalten. Thank you.
macht Sinn, dass sich Liliana um die Rekrutierung neuer Leute kümmert. Man kann schließlich nicht jeden zwingen, bei der Inquisition anzuheuern. Kommandant Cullen habe ich rekrutiert. Was für ein Glückspilz. Er beschwert sich nicht über meine Manieren. Seine letzte Kommandantin war eine Irre, die sich in eine Statue verwandelt hat. Er hat also keine allzu hohen Ansprüche. Zum Strand ist frei von Untoten. Je weniger dieser Kreaturen, desto besser.
noch mehr Untote. Das werden immer mehr. Lauf zum Schloss. Wir sollten uns zum Schloss zurückziehen. Eure Fähigkeiten sind überaus bemerkenswert, Sucherin. Es ist faszinierend, dabei zuzusehen, wie ihr und die Templer Magie aufhebt. Seid ihr nie zuvor auf Templer getroffen? Nur aus sicherer Entfernung. Ich bin schließlich ein Abtrünniger. Und sie haben euch nicht ein einziges Mal aufgespürt? Ich bin ein äußerst vorsichtiger Abtrünniger. Andrastes, kommt her! Ich bin die Hand von Kor! Thank you.
Ich habe mich um die Avar gekümmert. Sind alle wohl auf? Ja, euer Gnaden. Die Verwundeten brauchen etwas Ruhe, aber wir kommen zurecht. Unglaublich, dass der Herold gekommen ist. Ich hab dir gesagt, er lässt uns nicht im Stich. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Gott beschützt euch, Herold. Da liegt der Balk. Sein Vater, der Häuptling unserer Schar, würde mich für seinen Tod zum Duell fordern, wenn er ihm nicht egal wäre. Die Inquisition hat ein Ziel, das eurem Häuptling fehlt. Schließt euch mir an. Helft uns, die Bresche zu schließen. Hat mich die Herrin der Himmel deshalb hergeführt? Damit ich helfe, die Wunden in ihrer Haut zu heilen? Ja, ich komme mit euch. Lasst mich nur noch Frieden mit meinem Volk schließen, ehe ich eurer Flagge folge.